Grillen gehört zum Sommer. Große Fleischportionen sind für viele dagegen out. Zum Glück gibt es auch Alternativen für den Rost. Grillkäse liegt im Trend. Und das nicht nur bei Vegetariern. In Sachen Sortenvielfalt sehen Studierende der Uni Hohenheim allerdings noch Luft nach oben. Im Rahmen des Reformprojekts Humboldt Reloaded schlüpfen sie deshalb am Institut für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie in die Rolle von Produktentwicklern. Worum geht's dabei genau? Wir wollen verschiedene Käsegeschmacksrichtungen auf den Grill bringen und uns ist wichtig, dass das Produkt eine hohe biologische Wertigkeit hat. Eine weitere Grundvoraussetzung? Der Käse darf auf dem Grill nicht schmelzen. Zum besseren Verständnis der Schmelzeigenschaften nehmen die Nachwuchsforscher zunächst Grillkäse und gewöhnlichen Schnittkäse genauer unter die Lupe. Ein konfokales Laserscanning-Mikroskop macht die Struktur der enthaltenen Fette und Proteine sichtbar. Was es hier genau zu sehen gibt, erklärt Professor Jörg Hinrichs im Seminar. Wir brauchen Bindungen, die stabil sind, thermostabil sind. Das sind kovalente Bindungen, die brechen nicht auf, wenn die Temperatur erhöht wird. Und wenn wir die einmischen, dann bekommen wir neben dem Milchprotein zusätzlich stabilisierende Proteine in das System hinein und schaffen uns einen thermostabilen Käse oder eben einen Käse, der nicht schmilzt. Der Ansatz der Hohenheimer Studierenden unterscheidet sich von der klassischen Grillkäseproduktion. Denn als Ausgangsbasis stellen die Studierenden in der Forschungsmolkerei zunächst ganz gewöhnlichen Schnittkäse her, wie zum Beispiel Gouda. Nachdem der Käse fertig gereift ist, wird er zerkleinert und mit flüssigem Ei-Protein versetzt. Wir tun das Ei dazu, damit der Käse später auf dem Grill hitzestabil ist und er eine schöne Bräunung bekommt. Der Vorteil? Also das Verfahren lässt sich prinzipiell mit ganz verschiedenen Käsesorten durchführen, um verschiedene Geschmacksrichtungen zu kreieren. Zum Beispiel einen Weichkäse wie den Gouda oder einen Hartkäse wie einen Emmentaler. Und man kann den Grillkäse auch in verschiedene Formen pressen, zum Beispiel in eine Talerform oder auch als Wurst. Das Besondere des Projekts? Mit Humboldt Reloaded experimentieren die Studierenden weitgehend selbstständig und untersuchen so zum Beispiel, welches Ei-Produkt sich am besten für die Käseherstellung eignet. Ob der Grillkäse am Ende auch im Geschmackstest überzeugt? Das muss bei den nächsten Grillpartys noch ausgiebig erforscht werden.